Herzlich willkommen, liebe Mitmenschen. Sonntag, der 6. September. Ich komme gerade vom synodalen Weg zurück, von der zweiten Versammlung. Das war so ein coronamäßiger Zwischenschritt, nur 50 und nicht mehr 230 Synodale. Aber wir haben es gut gehabt und haben gut miteinander reden können und sogar manchmal lachen miteinander, was ich ein besonders gutes Zeichen fand. Über die Ergebnisse werden Sie vielleicht was in der Zeitung gehört haben. Ja, und nicht so ganz zum Lachen und zum Freuen ist das, was heute in der ersten Lesung aus dem Buch des Propheten Ezechiel angesprochen wird. So spricht der Herr: Du Menschensohn, ich habe dich dem Haus Israel als Wächter gegeben. Wenn du ein Wort aus meinem Mund hörst, musst du sie vor mir warnen. Wenn ich zum Schuldigen sage: Schuldiger, du musst sterben, und wenn du nicht redest, um den Schuldigen vor seinem Weg zu warnen, dann wird dieser Schuldige seiner Sünde wegen sterben, sein Blut aber fordere ich aus deiner Hand zurück. Du aber, wenn du einen Schuldigen vor seinem Weg gewarnt hast, damit er umkehrt und er sich nicht abkehrt von seinem Weg, dann wird er seiner Sünde wegen sterben, du aber hast dein Leben gerettet. Ja, Ezechiel als der Wächter im Auftrag Gottes für ganz Israel. Gott hat eigentlich fast immer sein Volk im Blick. Natürlich den Einzelnen auch, den einzelnen Menschen. Als Abbild Gottes schuf er sie, Mann und Frau. Aber immer auch in ihrem sozialen Zusammenhang. Und es gibt auch eine Verantwortung einer großen Gemeinschaft, eines ganzen Volkes, auch eines Kirchenvolkes. Ja, und wenn der Einzelne oder die Gemeinschaft auf falsche Wege gerät und das selber nicht merkt und nicht von selber umkehrt, dann ist es ein dunkler Segen Gottes, dass es jemand kommt, der in seinem Inneren von Gott her spürt, dass er jetzt reden muss, dass er warnen muss und dass er vielleicht auch tadeln und drohen muss. Das ist eine schwierige Aufgabe für einen Propheten. Wir sind da schon mit Jeremia ein Stück gegangen, wie er sich völlig isoliert hat damit. Aber das ist ein Dienst Gottes an den Menschen, dass sie vor dem Unheil gewarnt werden, in das sie geraten, wenn sie ihre schlechten Wege fortsetzen. An dieser Stelle werden nur zwei schlimme Alternativen bedacht. Der Prophet entzieht sich seinem Auftrag und sagt nichts, dann geht der Schuldige zugrunde und der Prophet auch, von dem wird Rechenschaft verlangt, weil er nichts gesagt hat. Oder er sagt was und der andere hört nicht auf ihn. Dann geht der Sünder zugrunde und der den Auftrag erfüllt hat, rettet sein Leben. Aber so richtig froh macht einen das nicht. Und jetzt meine ich, müsste man auf das zu sprechen kommen, was der Prophet und jeder, der andere auf ihre Vergehen und Verfehlungen Aufmerksamkeit macht, haben muss, nämlich Liebe zu dem, den ich tadeln muss. Das ist das Geheimnis einer Kritik, die ans Ziel kommt und die etwas bewirkt. Einer konstruktiven Kritik, wie man sagt. Konstruktiv, nicht im Kopf, da besonders clever formuliert oder so, sondern aus der Tiefe des Herzens muss mir an dem anderen, dem ich etwas vorzuwerfen habe, etwas liegen. Denn das spürt der andere Mensch. Ob er kritisiert wird, damit ich ihn zur Sau mache und mich daran weide, wie er in Verlegenheit gerät, oder ob mir von Herzen daran liegt, dass der andere das Gute sieht und es auch tut und in sein Glück wiederkommt. Destruktive Kritik lässt den Laden runterrasseln beim anderen und nichts kommt durch. Und wenn er aber spürt, ich will ihm wohl, dann geht vielleicht die Jalousie ein bisschen auf und ich komme mit meiner gut gemeinten Kritik durch. Gott gebe, dass uns das manchmal gelingt. Gott segne Sie heute alle und einen schönen, fröhlichen Sonntag.